Willkommen zurück zu Sonic Adventure. Die X waren im Inneren der Ruine und wurden dann hierher teleportiert. Was geschieht hier? Das sind Tote. Da liegt jemand. Hier müssen sich grausame Szenen abgespielt haben. Ein brennender Brunnen. Tote Babys. Gut, das war auch schon alles. Er müsste jetzt wieder zurück sein. Genau. What was that all about? I don't think I'm dreaming here. Eggman. What's he doing here? Well, never mind. This time I'll get him good. Und schon hat Sonic wieder vergessen, was das eben war. Wie schon erwähnt, es war eine Zeitreise. Es erklärt sich schon allein dadurch, dass da ein... Was ist das hier für eine Party? Dafür, dass es eine Geheimbasis sein soll, hat er ganz schön viele Scheinwerfer an. Also, hallo. Ja, es gibt hier nur einen Ameisenigel, einen Echidna. Nur noch, und das ist Knuckles. Und er ist der Letzte, den... Lalalala. Wenn ich so weiter so schnell spreche, dann verschlucke ich mich selber hier. Es gibt nur noch einen Echidna, einen Ameisenigel, und das ist Knuckles. Und der muss ja den Master Emerald beschützen. Das tut er ja auch mit Leib und Seele. Und da habt ihr einen weiblichen Ameisenigel gesehen. Und wir folgen jetzt einfach mal ganz bequem. Hier richtig prädestiniert, der Eingang wie für uns gemacht. Komische, geile Mucke. So, und das ist die Geheimbasis. Und stellt euch mal vor... Wen haben wir denn da? Und vor allen Dingen, wen haben wir denn da? Und was zur Hölle ist das hier? Okay, das ist ein Schalterrätsel irgendwie. Muss ich das jetzt lösen, oder was? Jetzt frage ich mich schon, was ist das denn da? Soll das... Nochmal Ego-Perspektive. Ja. Das hier ist... Wir hatten die Diskussion, ja, bei Sonic 3. Das hier ist Mecha Sonic. Der aus Sonic 2. Der sieht gar nicht mehr so aus, aber er ist es. Das erkenne ich an den Augen vor allen Dingen. Das ist also Mecha Sonic. Und das hier ist Metal Sonic. Die haben beide in der Story und hier im Spiel eigentlich nichts verloren. Aber haben hier halt kleine Gastauftritte. Cool, oder? Wusste ich jetzt gar nicht mehr. Also, dass Metal Sonic hier ist, wusste ich schon. Aber dass Mecha Sonic auch hier ist, das wusste ich jetzt nicht mehr. Cool! Also, könnt ihr euch gerne anschauen, mein Let's Play zu Sonic the Hedgehog 2. Findet ihr unter dem Playlist. Wahrscheinlich im letzten Part. Kampf gegen den... Dicken. Ja, und der macht in Sonic CD und in Sonic 3 rum. Oder besser gesagt, in Sonic and Knuckles. Wer oder was hier war, das erfahren wir in einer anderen Story. Finde ich geil, dass Mecha Sonic hier auftaucht. Ich wurde ja angeschnauzt in den Kommentaren. Die heißen so, nicht so, nicht so, nicht so. In Deutschland. Es gibt Länder, wo es anders ist, aber in Deutschland ist so, wie ich gesagt habe. Der eine heißt Metal Sonic. Der neue reist Metal Sonic und Mecha Sonic taucht nur in Sonic 2 auf. Und ein Gastauftritt hier. So, es sieht aus, als müsste ich dieses blöde Scheißrätsel da lösen. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Wenn ich da drauf gehe... Ja, das kann ja nicht klappen. Wenn ich jetzt auf den gehe... Ja, aber wenn ich... Ach, verdammt!
Irgendwie ging das. Hey, hey, hey. Jetzt ist richtig. Ich hab's gelöst. Stage 10, Final Egg. Ah, Sonic geht gerade dem Ende zu. Das müsste die letzte Stage für Sonic sein. Au. Übrigens, was ich erwähnen wollte, alle 6 Charaktere, das heißt Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Big und E-102, erleben die große Story zeitgleich. Also, ja, Sonic jagt hier Dr. Robotnik, während die anderen Charaktere, was weiß ich, gerade machen. Und erst, wenn man die alle durch hat, kriegt man die Final Story. Die dann sagt, was letztendlich passiert. Da nehmen dann alle dran teil. Beziehungsweise einer von den 6 wird sterben. Feind für alle Mal. Aber ich will doch nicht zu viel verraten. Gut. Sonic. Geh mal bitte ab wie ein Zäpfchen. Sag mal, die Dinger sind doch dieselben wie aus Sonic 2 aus der Metropolis-Zone, oder? Wurden die hier recycelt oder was? Gibt's ja gar nicht. Oh, boah, das geht's ein bisschen bergab, hä? Geht's ein kleines bisschen in die Tiefe. Aber ich fürchte, das müssen wir sogar. Oder gehen wir hier lang, so lang? Okay. Wäre mir fast schon lieber. Hardrock, Halleluja. Ich glaube, wenn wir runterfallen, müssen wir einfach den Weg wieder hochfinden und dann... Also besser nicht runterfallen. Wer hätte das gedacht? Besser nicht runterfallen. Ich hoffe, der Level hier macht uns nicht so sehr zu schaffen. Bislang geht's hier eigentlich ganz gut. Ich hab den auch nicht affisch schwer in Erinnerung. Aber Sonic hat natürlich einen ganz eigenen Endboss. Was zur Hölle? Tschüss, Mann, tschüss, Mann, tschüss, Mann. Ui, und tschüss. Okay, diesmal wartet nicht sehr viel unten, sondern einfach nur der Tod. Ach nö, das war doch ein paar Passagen vorher. Okay, nochmal ein bisschen doppelt gemobbelt, hat noch keinem geschadet. Besser als gar nicht. Da hinten wartet ein Leben, aber ich sehe gerade, wir haben 18 extra Leben. Das ist, ja, ein bisschen was. Let's speed up! Ja, hier haben sie aber schon sehr bugfrei gemacht. Das muss man auch mal sagen. Also die haben während der Entwicklung hinzugelernt. Ja, umso mehr schade, dass sie in den vorherigen Stages die Bugs nicht wieder weggemacht haben. Naja. So, müssen wir mal gucken. Wir müssen da auf die Plattform. Ja, kleines Reh. Und Gorilla. Uiuiui. Heiliger. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an die Dinger in Mario 64 in der Uhrwerk da, ne? Da waren die auch so wunderbar im Weg. Es geht steil bergab. Ja, da haben wir gleich ganz Sonics ganz privaten Endboss vor der Nase. Ich freue mich schon drauf. Hoffentlich dauert der Level hier nicht zu lange, aber der sollte... nicht lange sein. Auch das hier ist ein Level, in dem Big the Cat angeln wird. Wo man hier angeln kann, in diesem Level, werdet ihr dann sehen. Ich finde es einfach nur noch lustig. Aber wir werden uns ja da nicht allzu viel mit beschäftigen. Sag mal, ist es gerade in Ordnung, dass ich da runterspringe? Wahrscheinlich mussten wir hoch. Wo geht's denn lang? Eine Peilung. Ja. Ach, der Aufzug in der Mitte, oder wie? Okay. Der krabbelt so komisch da. Gut. Neuer Abschnitt. Das hier ist, glaube ich, der erste Level von E-102.
Wow, hier geht der Punk ab und ich mache einfach mal durch wie von der sonst was gestochen. Wie vom Kaktus umarmt. Ja, hier, natürlich. Alles klar, machen wir euch alle kaputt. Ist klar, wo geht's weiter? Ich glaube, das können wir sogar machen. Gitarren-Solo hier. Bei Sonic Adventure DX. Checkpoint gefällt mir nicht. Ich will langsam das Ende und tschüss, Mann. Okay, schön, dass wir einen Checkpoint haben. Ich erinnere mich gut an diesen Endboss, der gleich kommen wird. Und freue mich schon, auch wenn er schwer ist. Ich sag mal so, weil ich ihn schwer in Erinnerung habe. Sag mal, was ist denn da los, Mensch? Was soll das denn? So. Hau ruck. Und Tepsa. Oha. Ja, ja, ihr könnt mich alle mal hier. Aber alle könnt ihr mich mal. Ja, verbackter Durchgang. Auch nicht schlimm. Noch ein Checkpoint. Was ist hier los? Okay, wir fallen einfach mal eine Runde. Coole Sache. Und tschüss. Ich falle natürlich noch ganz unten. An 50 Plattformen erstmal vorbei. Das ist die oberste. Wo müssen wir denn da hin? Ja, höchstwahrscheinlich hier. Was? So, dann ist jetzt auch bald gut. Natürlich nochmal in so eine Grube rein. Ist doch klar. Ein kleiner, aber feiner Durchgang hier. Aha. Oh, noch ein Checkpoint. Ich hasse die langen Levels. Aber gut, wenn die nicht so lang werden, die Levels, sondern hier so eine 2-Minuten-Sache. Wie schnell hätte man dann die Sonic-Story durch? Ich hätte jetzt meine Steuerung verändert. Deswegen. Ich habe mir gerade gedacht, warum kann ich mich nicht immer... Hey, Kamera, hey. Als wäre ich runtergefallen. Dazu sage ich jetzt mal nix. Das ist, glaube ich, die Trainingsstätte von E-102 und der soll halt lernen, uns abzuknallen. So gut er kann. Oh nein, wir müssen... Ihr Pisser! Besiegen wir es die. Besiegen wir es alles, was hier so in der Gegend ist. Dann nutzen wir die Ring Power. Ja, Prost! Durch diesen Lightspeed Dash, oder wie das hieß. Tue ich ja die Gegner anvisieren, dabei wollte ich das gar nicht, sondern die Ringe. Schön, dass ich jetzt am Ende... Ich bin ja wirklich am Ende. Okay, das ist really nice, of course. Yeah, not bad. Vorwärts zum Zentrum des Basislagers. Okay, und somit... Ja, Robotnik wäre nicht Robotnik, wenn er nicht wieder ein riesiges Ding für Sonic entwickelt hätte. Das immer mehr an Plattformen zerstört, so viel kann ich verraten. Und was schwierig ist, aber wenn man es kann, was ich wahrscheinlich nicht kann, ja, natürlich zeigt er sich so, ist doch ganz klar. Dass wir ihn schön treffen können. Man kann ihn im First Try besiegen.
Aber ich frage mich, ob und wie. Ich glaube nicht, dass ich schaffe im First Try. Okay, Leute, die Zeit neigt sich am Ende zu. Deswegen stürze ich mich im Abgrund und bis zum nächsten Mal. Warum habe ich das gemacht? Ich hätte gut. Aber ich dachte, das hat was zu bedeuten. Bis dann und ciao!